Ach, das kannst du hier einfach so erforschen. Achso, wird währenddessen ausgesetzt. Ja, nee, mach ich mal momentan nicht. Alien-Wandmalerei übersetzen. Das können wir nicht machen. Die Vultaum haben wir momentan alles. Das Massenaussterben können wir auch nicht machen. Weil wir nicht rankommen, das ist sehr ärgerlich. Okay. Die Feldmodulation ist fertig. Jetzt können wir endlich ein paar Gebäude wieder aufrüsten. Sehr, sehr gut. Oh. Orbital-Sensormatrizen. Ein Observatorium. Leistungsstarke Sensormatrizen, die orbitalen Raumhäfen hinzugefügt werden können. Sie bieten hervorragende Sensorabdeckung für den umgebenden Weltraumbereich. Ich glaube, das mach ich mal. Und dann fangen wir an. Oh ja, oh ho ja. Wir werden die ganzen Kraftwerke jetzt aufrüsten. Das sollte uns theoretisch einen gigantischen Energieschub geben. Hoffe ich zumindest. Und hier können wir den Seetang jetzt endlich entfernen. Das gebe ich mal in Auftrag. Dann können wir da nämlich auch nochmal Kraftwerke und so ein Zeug hinsetzen. Ach, ist das schön, wenn man sich das alles leisten kann, weil man einfach so stinkend reich ist. Das macht wirklich Spaß. So, und gerade den Planeten hier werden wir jetzt richtig, richtig gut ausbauen können. So, das wär's. Raumhafenverbesserungsstufe 4 können wir machen. Werde ich mal ganz kurz bei sämtlichen Raumhäfen in Auftrag geben. So. Okay, da steigt unsere Energiebilanz wieder in den positiven Bereich, trotz unserer riesigen Flotte, die wir definitiv noch verbessern müssen. Apropos, der braucht noch 84 Monate mit den Kreuzern. Ich möchte nämlich dann fast überwiegend von den Korvetten weggehen, dass wir nur noch Zerstörer und so weiter haben. Zerstörer, Kreuzer und vor allem die Schlachtschiffe. Das wäre auch ganz nett. So. Ja. Irgendwie hatte ich mir eigentlich mit dieser Forschungsstation hier mehr erhofft, mit dem Außenposten. Finde ich dämlich, dass der jetzt nicht so einen großen Einfluss hat. Schade. Aber gut. Haben wir hier eigentlich schon... Ja, haben wir. Und die Sonne sieht ja mal unglaublich geil aus. Schon wieder eine diplomatische Beleidigung. Dafür, dass wir uns von Mal zu Mal immer mehr mögen? Ne? Die sind inzwischen fast genauso groß wie wir, aber die haben einen Nachteil. Die kommen dann nicht mehr raus. Wir können uns weiterentwickeln, die nicht. Die sitzen jetzt fest. Haben aber inzwischen 4 Planeten unter ihrer Kontrolle. Da schaut, minus 350. Kann ich eigentlich mit denen handeln? Wollen die sowas? Sternenkarten? Sternenkarten? Nee, wollen sie nicht. Nee, Forschungsabkommen bekommt ihr von mir nicht. Definitiv nicht. Okay, das ist Blödsinn, was ich hier mache. Achso, Sternkarten wollen sie nicht hergeben. Sensorverbindungen wollen sie auch nicht. Ja. Boah, seid ihr geizig. Also extrem geizig. Muss ich mir ja mal sagen. Irgendjemand muss es ihnen sagen, sonst, ja. Okay, wir könnten eigentlich mal mit dem Forschungsschiff hier weiterarbeiten. So, dann sind die auch wieder beschäftigt. Wie schaut es denn jetzt auf Herpes aus? Zerstörerwerft, Korvettenwerft. Natürlich nicht so geil momentan. Ich denke, ich werde hier mal ein paar Verteidigungsarmeen hinpflanzen.
Jaskeran Civilization getroffen. Wir haben auf Kriguk im Sonnensystem Regor die Gegenwart einer Präraumfahrt-Alien-Zivilisation entdeckt. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich die Atomkraft nutzbar gemacht haben. Und in ihren vielen und einigen Nationalstaaten könnte es zahlreiche Atomwaffen geben. Die Wahrscheinlichkeit eines selbst zugefügten Aussterbeereignisses ist groß. Nein, wir werden keinen Beobachtungsposten dort platzieren. Wir wissen ja, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Nicht sonderlich positiv. Ne, es kam das dabei raus und diese mega angepisst, die Typen. System Survey complete. Anomalie. Irgendwo unter der kohlenleblosen Oberfläche dieses Planeten haben wir Lebenszeichen entdeckt. Welche Art von Organismus dort wohl überleben kann? Erforschen wir es doch einfach. Arbeitslosigkeit, was? Ach, krass. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen freigeschaufelt. Okay. Wir könnten jetzt da nochmal so Hydrokulturformen hinsetzen. Hier würde ich gerade mal Mineralsilo bauen. Den Bewohner hingegen. Genau, den setzen wir da hin. Hier bauen wir ein Kraftwerk. Hier brauche ich einen Roboter. Und dann warten wir derweil erst einmal, oder? Roboter und eine Forschungsstation. Genau. Bergbaunetzwerk und Bergbau. Ja, Roboter und Bergbaunetzwerk, warum nicht? So, wie schaut es denn hier aus mit der Nahrungsproduktion? Ist nicht so der Hit gerade. Klar, plus 5 ist ganz gut, aber komm. Anomalie gefunden. Was haben wir denn da? Die Oberfläche dieser Welt ist stark vernarbt, denn das Muster kann nicht natürlichen Ursprungs sein. Okay, erforschen wir mal. Und eine Forschung ist fertig gerade. Dem hier könnten wir auch mal so eine Hydrokulturform spendieren. Hier nochmal ein Bergbaunetzwerk mit einem Roboter und hier setzen wir nochmal ein Mineralsilo hin. Samt Roboter und Siliziumslebensform. Werde ich jetzt nicht vorlesen, haben wir ja eh schon gehabt. Construction Physikforschung, Hyperraumsensoren. Jetzt warte mal. Erkundungsgeschwindigkeit um 5% erhöht. Nee, komm, wir gehen auf die kalte Fusionsenergie, damit wir noch mehr Energie sammeln können. Und da ist schon wieder einer gestorben. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. So, ja, wo waren wir denn? Alienschrift. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren auf dem Orbit mit einem Bergbaulaser. Ah, so, ja, das kennen wir auch schon. Wir könnten eigentlich auch gerade mal so eine Hydrokulturform dann hinsetzen, wenn der eh schon beschäftigt ist. So, die sind hier eigentlich ganz gut unterwegs momentan. Ich wünschte nur, ich hätte momentan eher mehr Energiecredits zur Verfügung. Jetzt warte mal, haben wir hier tatsächlich plus 1? Das wächst nämlich. Basis 3, okay. Durch Rivale 0,9, planetare Verteidigung und Zentralisierung 1,1, macht 2,9. 3,8, 6,8, minus 5. System Survey complete. Eigentlich 1,8, oder? Oder habe ich jetzt einen Rechenfehler drin? Ich habe hundertprozentig einen Rechenfehler drin. Ich bin schon sowas von müde. Ich werde auch nicht mehr lang spielen, glaube ich. Ich werde jetzt dann bald mal Schluss machen. Das ist ja knuffig. Ein Sonnensystem mit einem Planeten und zwei Monden. Das ist eine giftige Welt. Achso, das ist ein Gasriese, kein Planet. Und eine karge Welt. Ja, super. Naja, gut. Puh. Irgendwo unter der öligen Wolken von Sugelia 3 setzen sich die Silhouetten unnatürlicher Strukturen von der toxischen Oberfläche ab.
Anomaliestufe 4. Wissenschaftler wechseln mal bitte. Das lassen wir Peng Liang machen. Das soll der erledigen. Alter, die Musik ist ja unglaublich geil. Wenn das so weitergeht, dann kriege ich noch richtig Bock, Mass Effect zu zocken. Ist ja fast schon unverschämt. So, Verteidigungsarmeen haben wir jetzt ein paar. Können wir hier... Da kann man ein Observatorium bauen. Sensorreichweite wird erhöht, Feldproduktion wird erhöht. Machen wir mal. Das gleiche machen wir hier auch ein bisschen. Knirschende Bänder überall auf Sogelia 3 überkreuzen sich mineralische Bänder, die von hohen flexiblen Pfeilern über der rauen Oberfläche gehalten werden. Diese Pfeiler wurden ganz eindeutig von Aliens errichtet. Da sie ständig starken atmosphärischen Winden ausgesetzt sind, schwanken die Pfeiler im Wind, weshalb sich die überlappenden Bänder aneinander reiben. Oh Gott. Und so Schallwellen auf Frequenzen erzeugen, die für Sylvana unhörbar sind. Ach interessant, also quasi riesige Violinen oder Geigen. Wissenschaftsoffizier Peng Liang berichtet von Problemen, diese Geräusche von den natürlichen Hintergrundgeräuschen auf dem Planeten zu isolieren. Er meint aber auch, dass die GTI die Mineralbänder auch demontieren und effizient wiederverwerten könnte. Na toll, dann kriegen wir plus 6 Mineralien. Hat sich gelohnt. Ja, hat sich wirklich gelohnt. Und hier können wir tatsächlich nochmal ein paar Gebäude aufrüsten gerade. Hier ebenfalls, jawoll ja. Da auch nochmal ein Kraftwerk auf Stufe 2. Mensch, ist es schön, wenn dieser komische Erzähler relativ leise ist, oder? Hat der noch die Einstellung? Ne, hat er nicht. Der ist schon wieder so unglaublich laut. Mich wundert das gerade, weil er gerade meine Ohren zugedröhnt hat. Ja genau, jetzt klingt er angenehmer. Komisch, wieso war der wieder zurückgesetzt? Bei entrückenden Gebäuden, was zu einer archäologischen Untersuchung quasi einlädt, erforschen, solange der Typ noch lebt. Ja, wo wir gerade dabei sind. Wie alt ist denn der Typ? 70. Der wird auch bald sterben, der Peng Liang. Schade eigentlich, der hat nämlich jede Menge gute Arbeit für uns geleistet. Construction complete. Für unsere Rasse vor allen Dingen. So, was machen denn die Forschungen? Sind momentan noch stark beschäftigt. So, ich speichere hier sicherheitshalber nochmal ab. Jawohl, zustimmen und weiter geht's. Die Frage ist, wohin geht's jetzt dann noch weiter? Weil irgendwie allzu groß kann man es auch nicht mehr ausbreiten. Damals soweit alles erforscht. Wir könnten jetzt natürlich hier oben noch weitergehen, klar. Komme ich da überhaupt hin? Nee, ich komme da gar nicht mehr hin. Oh. Eddisch, monolithisch. Parsax 5a ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar, aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten gar nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder für die Archive aufzeichnen, sie sind wunderschön. Digitale Reproduktionen der Monolithen anfertigen, die es in unserem Reich im Überfluss gibt. Ingenieursforschung erlangt, plus 293, ja, machen wir mal. Schön. Damit ist die Ingenieursforschung wirklich ordentlich vorangekommen, jetzt nur noch 8 Monate. Dann ist das Teil fertig, das könnte man ja, wobei... Dauert auf jeden Fall nicht mehr lang, bis es fertig ist. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwie neue Antriebe auch rankommen, weil wir kommen hier nicht weiter. Unser Reich ist schon relativ groß. Ja, wir sind ziemlich groß geworden inzwischen. Größer als in dem anderen Spielstand, würde ich mal behaupten. Aber wir müssen halt jetzt schauen, dass wir diese Sternensysteme noch anfangen, in unser Reich zu integrieren. Und dann müssen wir schauen, dass wir auf die Kolonisierung gehen. Adex-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Tritita im System Keregaros die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Derzeit scheint sie sich in einem Äquivalent einer Renaissance zu befinden, nachdem sie kürzlich das Mittelalter hinter sich gelassen haben. Wissenschaftliches Wissen verbreitet sich schnell und die Armeen ihrer kümmerlichen Königreiche sind mit groben Schießpulverwaffen ausgerüstet. Wir sollten im... Ja,
klingt ein bisschen so nach Assassin's Creed Unity.